Moin zusammen, wir sind jetzt mal wieder mit einem verrückten Schwierigkeitsgrad unterwegs. Wir haben mal wieder die Aktivität auf volle Kanne geworfen und, oh Gott, Geisterfortuna, das wird ein Spaß. Also mal gucken, wie dieser Geist abgehen wird. Rein da. Okay, Vorbereitung ist fertig. Dann rein da. Ich glaube es ist, ah nee, das ist Bleasdale, da ist das ja manchmal buggy. Einer muss mal hinten dann beim Workshop gucken. Ich gehe mal auf den Dachboden gucken. Weil hier zeigt es das ja manchmal falsch an mit dem Breaker. Hier ist irgendwie ein Bug mit der. Oh, der Knochen ist hier oben im Waschmaschinenraum. Ich habe keine Kamera bei. Und ein Versteck ist auch da. Ist natürlich schön, wenn man da so ein, wenn man da so eine Tür aufmacht und da springt einem so ein Spine entgegen, ne? Okay, perfekt. Ghost, are you here? Show us. Show us, are you here? Okay, perfekt. Läuft ja schon mal gut hier. Okay. Dann latschen wir mal überall rein. Ghosty Pants, where are you? Give us a sign. Hello, Ghosty. Hello. Celine glaubt, der Geist ist wieder bei ihr unten. Unten? Im Badezimmer wieder. Oh, die Laterne spinnt wieder was rum. Okay, ich mache hier oben dann schon mal das Versteck Da fertig. sind zwei Lichter an, ja? Also vorsichtig mit den Lichtern. Der hat Lichter angemacht, der Geist. Nein, ich habe das Licht angemacht. Ach so, okay. Das wird lustig jetzt mit hoher Aktivität. Ups, ich wollte die Wir Taschen hätten abholen. hinten im Lager, wo der Brecki ist, hätten wir ein Versteck oder willst du lieber unter die Treppe bei der. Ich mache das dann da oben hin, also zu dem Waschraum da. Das passt eigentlich. Müssen wir den nur hier hochlocken? Wir können das da hinten aber auch einen Glowstick und einen Smudge-Stick da hinwerfen als Reserveversteck. Celine hat auf jeden Fall ein gutes Event abgekriegt. Ja, das ist die hohe Eventrate, ne? Denkt dran, wir brauchen auch ein Geisterfoto hier, also könnt ihr ja ruhig versuchen, eins zu machen. Hier ist noch ein Sensor, den könnt ihr noch mit darüber nehmen. So. Dann können wir den nämlich hier entlang slowen und können so den hier nach oben ziehen. Das können wir ja dann zum Geisterraum bringen. Hierher. Okay, ich wollte hier ein paar Kameras verteilen und zwar eine hierher. Und eine nach oben und eine ganz nach oben, dass man den dann nämlich beobachten kann. Auch wenn er auf dem Dachboden laufen würde, dass man den Der eigentlich hat Licht über. ausge. Ja, hat das sofort ausgemacht, nachdem ihr es angemacht habt? Also für mehr ist es ja nur entscheidend, wenn er es Nee, nicht. es war die ganze Zeit an und dann hat sie es einfach ausgemacht. Ach so, okay. Ja, das ist ja nicht relevant. Es ist relevant, wenn der Geist ein Licht anmacht, dann kann man ihn mehr ausschließen. Und wenn ihr ein Licht Ich habe einschaltet das und der macht innerhalb umgedreht bekommen, von zwei Teddy-Foto Sekunden direkt verkackt. wieder Tut mir aus, leid, ich habe dann es dann ist das ein gebraucht. mehr. Sehr wahrscheinlich. So, dann packen wir Aber wir den. haben Teddy mit umgedrehtem Kopf. Ach, armer Teddy. Hat sie wieder hier runtergepottet. Ach, Teddy hat wieder einen normalen Kopf.
Ach, können die das wieder rückgängig machen? Das ist ja cool. Ja, der guckt mich jetzt an und grinst auf mein Foto-Gesicht sich ein Hinterkopf. Der arme Teddy. Okay. Ja, im Badezimmer, die macht schon fleißig. Okay, ich packe euch hier eine Videokamera rein. Ich sehe auf Anhieb aber keinen Orb. Aber anscheinend ist es wohl kein Uni oder keine Polti, ne? Weil die gehen viel mehr ab bei den Einstellungen. Wenn da ein EMF drauf ist, ja, aber wenn ein Airball im Nachhinein kommt, dann nicht. Okay, perfekt. Ja, bei einem Lichtschalter muss man eben immer aufpassen, weil manchmal kommt so verzögert ein Airball, weil dann geben die auch kein EMF-Reading. Ach toll, dann rette doch mal den armen Teddy. Okay, perfekt. Armer Teddy. Stimmt, ist sie schon mal durch Salz gelaufen? Ich wollte dir gerade welches rüberbringen. Ich wollte eine Laterne bringen und ein Salz. Eine Laterne ist auch noch nicht da drin, oder? Jetzt mache ich vorne deiner oder kann man den nehmen? Kannst du ruhig nehmen. Ich habe, glaube ich, auch noch einen oben da zum Versteck getan. Okay. Okay, Salz ist verteilt. Okay, perfekt. Show us. Give us a sign. Are you here? Show us. Ich darf jetzt nur noch ein Foto machen, weil wir brauchen ja noch einen Slot für das Geisterfoto. Das Geisterfoto könnte man theoretisch auch hier hinten dann später versuchen, falls der jetzt keine Events mehr macht, wenn man sich dann da hinhockt in den Schrank und wenn der frisch gesmatcht ist nach dem So, Hand. Sanity ist bei 80%. Ich habe die wenigste. Ich habe 10 weniger als Anna und 20 weniger als Aline. Okay, ich bleib mal ein bisschen im Dunkeln stehen. Hier bei mir, komm mal hier rein. Warte, ich suche sie. Ich mach das Licht an. Wo ist sie? Siehst du sie? Hier irgendwo, aber ich sehe sie nicht. Ich habe sie nicht Nein, gesehen. ich Lieber auch nicht nicht. riskieren. Ich auch nicht. Nee. Ja, ich habe extra die Taschenlampe aufgehoben, um sie zu sehen, weil das bestimmt so ein Shadow-Event war. Ja, war ein Shadow-Event. Wir konnten sie nicht richtig sehen. Wir haben sie gesucht, aber ging nicht. Ist auf jeden Fall kein Gespenst. Ah, okay, ist sie reingelatscht. Gut. Hat die auch schon vorhin ziemlich am Anfang Events gemacht? Schon, ja, ne? Weil dann wäre auch der Shade raus, wenn die schon vorhin ziemlich am Anfang bei euch Events gegeben hat. Okay, der Brecki ist wieder an. Kann ich ja hier schon mal so ein paar Items auch bringen, falls wir einen Polti haben, damit sie ein bisschen mehr Kram zum Werfen hat. So. Ich würde den Raum mal ein bisschen beladen. So, schmeißen wir da mal ein bisschen was rein, damit die was zum Werfen hat. Also wir haben die Events auf volle Kanne hochgestellt und die Aktivität auf volle Kanne hoch. Das heißt, wenn man jetzt so ein Oni hat oder ein Polti, dann gehen die richtig ab. Aber ich glaube, das ist kein Oni. Also wir sind noch über 70.
Schmeißen wir da mal was rein? Oh, hier lag eine Bierflasche. Wahrscheinlich wegen dem Event, was sie vorhin gemacht hat. Da war sie vielleicht da in der Nähe. Ja, jetzt haben wir da ein paar Items drin. Okay. Sind das alles für Readings? Ich glaube, die sind ein bisschen fehlerhaft, die Readings. Das Parabol ist wohl irgendwie buggy. Ich denke mal, das ist buggy. Celine hat gerade das Licht ausgemacht. Ach so, okay. Schade, ich dachte, wir könnten mehr streichen. Okay, wir könnten vielleicht einen Phaser. Das war normal. Okay. Also den Männchen tun wir auch schon mal raus, weil der ist nie rübergekommen. Celine, du hattest vorhin keine Orbis gesehen, ne? Auf der Kamera. Okay. Ich gehe mal kurz gucken. Mal kurz schauen, ob wir vielleicht irgendwie Orbis haben oder sowas. Ob der irgendwas macht. Ja, ja, ich gucke hier gerade. Also wir sind jetzt fast, wir sind bei der 60er-Grenze angekommen, von der Sanity her. Okay. So, das ist da. Das hier ist der Raum. Gesundheit! So. Also ich sehe jetzt keine Orbis im Moment, aber wir können das später auch nochmal gegenchecken. Ja, genau, wir sind jetzt gerade an der 60 angekommen. Können wir ja mal Early Hunters testen. Ich würde gerne mal was testen, das muss ich aber nachher machen, weil ich will jetzt nicht wieder die Sanity hochmachen. Vielleicht haben wir einen Thay, der jetzt gealtert ist, das kann auch sein. Weil der jetzt auf einmal so ruhig geworden ist. Ja, der war am Anfang doch aktiv gewesen, ne? Aber wie? Und jetzt so gefühlt fast gar nichts mehr. Ja, wir könnten vielleicht einen Play haben. Das heißt, wir müssen unsere Sanity irgendwie runterkriegen und gucken, ob er bei 15% huntet. So, Celine, dann komm mal raus, komm mal zu uns und wir versuchen Sanity runterzukriegen. Ein Event, Foto. Oh, war ein Mini-Event. Mann. Pustet noch fleißig Kerzen aus. Okay. Ja, wir können ihn ja mal hier ein bisschen aus der Ferne auch beobachten. Da, hinter dir! Ach man. Interaktion. Verkackt. Aber es ist nicht. Scheiße, das Event war, glaube ich, für dich gewesen. Deshalb ist sie sofort despawned. Jemand anders hätte das Foto machen müssen. Das ist auch schwer. Ja, sie macht sehr gerne Events für mich, habe ich das Gefühl. Das war ja auch schon für mich. Ja, komisch, dass sie jetzt so wenig macht. Ich glaube, am Anfang war sie was aktiver. Oh, Whisper. Ja, mal gucken, ob sie rüberkommt. Vielleicht haben wir ein Bändchen. Ja, hier ist noch ein Salz. Das werden wir dann hören, wenn sie da reinläuft. Sie hat auch noch nicht versucht zu hunten. Also wahrscheinlich kein Early Hunter. Den Shade können wir theoretisch auch rausnehmen, weil sie hat ja am Anfang sehr viele Events schon gemacht. Ne? Wurzi. Müssen wir mal nach der Sanity schauen. Okay, sie hat versucht zu handeln. Mal gucken jetzt. Wie niedrig sind wir? Oh.
Wir sind unter 40, also vielleicht möglicher Deochen, da müssen wir dann aufpassen. Also wenn es ein Deochen ist, können wir mit der einfach oben hinlaufen auf dem Dachboden und die da einmal rumlupen. Nur hier werden die T2-Lampen wieder besser. Die Tür ging zu, sie hantert, oder? Ist nie Nein, weg. nein, ist alles gut. Die Tür ist noch offen, die Haupttür. Warum krieg ich denn alle fucking... Das ist jetzt ein Hand. Lauf hier zur Treppe, hier ist Salz. Ich komme dir entgegen. Du bist Okay. alleine drin. Ich warte auf den Geist. Sie ist langsam. Sie ist verdammt langsam. Komm her. Oh Gott, du bist Nuevi. Das ist Nuevi, die hat gerade voll Gas gegeben, als sie mich gehört und gesehen hat. Ja, ich will sie einmal noch mal ärgern, weil es Nuevi ist. Naja, wir brauchen noch die Smart Shotgun. Ja, sie hat jetzt vorhin aufgehört zu hunten, bevor sie bei mir war. Ich denke mal, wenn ich mich jetzt hier reinstelle, könnte ich sie rüberlocken. Gut, dass wir einen Wavy haben. Wavy ist praktisch. Wenn ich mich hier hinstelle, müsste sie eigentlich mit einem Affenzahn hier reinkommen. Ihr könnt ja jetzt gleich mal hinhören. Dann hört ihr, wie langsam sie ist und dann hört ihr es, wenn sie schneller wird. Was haben die Wavys in letzter Zeit, dass die so spät haben? Das ist irgendwie merkwürdig. Bitte friss jetzt nicht wieder das Kurzi an. Mist, sie hat ja vorhin ein Event gegeben und hat außerhalb von ihrem Raum gehandelt, ne? Kann sein, dass jetzt gleich das Kurzi wieder anknabbert. Dann muss ich wieder alle Lichter anmachen. Ich stelle mich schon mal darauf ein. Jupp. Ja, jetzt kann ich wieder alle Lichter anmachen. Ich habe 25 Sekunden Zeit dafür. So, wir brauchen die zwei. Wir brauchen hier oben die zwei. Also einmal hier in dem Treppenhaus. Und einmal hier. Ich habe drei Smarties und ich habe Salz, also werde ich ja wohl eine Chance gegen den Wavy haben. Ich hoffe, sie kommt dann in meine Richtung. Ist jemand anders hier? Was sind das immer für komische Events? Da war irgendwo weit weg ein Event gewesen, aber nicht auf mich. Ich glaube, die Events sind auch Er hat kaputt. auch gerade einen Zehner. Er macht irgendwas auf 10 gerade. Jetzt nicht mehr. War wahrscheinlich gerade dieses Laffy, ich Rauschen. bin gerade gegen einen Wavy dran. Ja, gleich. Ich bin gerade gegen den. Jetzt gerade Ja, schon schon wieder. wieder. Die haben die Events Was irgendwie ist denn kaputt das? gekriegt. Das Komm, sind da ja ist absolut Tempo. komische Events. Mein Handy ist da. Oh. Sie handelt. Hört mal hin. Oh, Scheiße. Scheiße, die kommt jetzt hier um die Ecke. Hallo, Flitzi. Her, Webby. Webby, die Treppe hochgeschossen. Komm, komm her. Wie die Treppe hochgerannt ist. So eine richtige bucklige Brotspinne, ey. Ja, aber echt. Boah, wie die da gerade geflitzt ist mit ihrem kleinen Bandybag. Das war jetzt witzig. Sah auf jeden Fall schon ordentlich gut aus. Ich habe Teddy mit umgedrehtem Kopf hingestellt, damit er nicht so traurig Okay, ist. dann ich fahre direkt ab, weil ich muss kurz noch was erledigen. Leider kein Perfect Game, aber wir haben mal wieder ganz lustig mit einem Wavy gespielt. Komm, Spiel, lade. So. Dann Welcome habt back. ihr I've got some hier einmal search die ready Stats. for Ich you. hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.